Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. 7 Days to Die mit Yogi, da kommt er gerade. Hallo, Kian. Ja, ich habe hier Hallo. Polymere für dich. Hier. Und Yay. weil du es dann baust, hier auch ein Tab. Yay. Hey. Willst du dann schon mal oben schnell eine neue Ding draufpacken? Eine Etage, wo wir den Tool Collector draufstellen können? Ja, wie hoch soll ich denn das machen? Ich schätze mal so 4 oder 5 hoch, oder? Dass wir halt keine Klaustrophobie bekommen. 1, 2, 3, 4. Autsch. Ja, das finde ich angemessen hoch. Oh, ich glaube, da muss ich erstmal gleich noch Holz. Ah, ein bisschen Holz haben wir noch für Blocks, aber nicht mehr viel. Building Block. Klack, Block und Cloggly Klack. Der Himmel. Das war so schön, ich habe darauf gewartet. Ja, ich habe mich eben schon gewundert, dass das eben noch nicht passiert ist bei dem ersten. Als ich im Augenwinkel gesehen habe, du baust von der Seite weiter, wusste ich, okay, es wird runterfallen. Ich musste dann schnell hingucken. Eieiei. Ich glaube, das Holz kann nur 5 weit. Ja, bei dem anderen hat es komischerweise halt geklappt. Ja, aber da war da auf der anderen Seite schon eine Säule, oder? Das kann ich jetzt nicht Also, verneinen wenn du und jetzt nicht von der bestätigen. anderen Seite jetzt kommst, wird es halten. Weil dann drücken die quasi gegeneinander, zählt das dann. So geht's, aber wenn du von der einen Seite alleine kommst, wird's immer runterfallen. Eieiei. Oh, da draußen sind zwei Screamer. Also diesmal richtige Screamer. Ja, ich hör's. Ach, weißt du was? Hap, 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 hap. Ah, wo bist du hin? Schnauze da unten. Oh, Render. Render, Render, Render. Mehrere Rände. Holy shit. Nur Rände. Kann es sein, dass wir ein kleines Problem haben, was Horde angeht? Ja. Irgendwo schreit noch eine. Da. Ich muss wegrennen. Ich habe nur 15 HP. Ja, renn weg, alles gut. Da ist. Ach, scheiße. Doch, die Muni habe ich. Okay, die ist down. Da kommen Bullen. 3 Stück einfach. Vier Das ist das, Stück. was ich meinte. Haben wir ein Problem, dass hier irgendwie eine nicht erwartete Horde kommt? Wir haben Tag 26, also eigentlich sollte das nicht der Fall sein. Holy shit, ich habe meine beiden getötet, ich komme jetzt zu dir. Da ist noch ein Screamer. Bleib stehen, du scheiß Screamer. Ja, klar, Säure in mein Gesicht, ist klar. Bodyshots, sehr schön rein da. Da hinten ist der Krian, der kommt aber gerade noch klar. What the fuck? Holy shit. Alter Schwede. Auf die Wir kriegen ein Inferno. Riesenproblem. Jo. Ja, da ist noch ein Bulle, natürlich. Raus mit dem Polizisten. Ach, du lebst immer noch. Du hast vor allem ein anderes Problem. Das Gebäude wird einstürzen. Jop. Sind.
Jetzt, wo du sagst, ist genau das passiert. Ja, ich fand das Timing einfach perfekt. Und ich habe natürlich genau in dem Moment auch keine Building-Blöcke mehr einstecken, weil, ne, ich da Waffen drauf liegen habe. Das ist auch noch so eine Dreck-Streamerin. Na dann, komm. Ihr sterbt mal direkt vor mir. So machen wir es schon mal nicht. Nein! Nachladen. Einfach rennen, okay. Bandage nehmen, 10 Leben, okay, 12 Leben, das hört sich schon besser an. Ey, da screamt einfach noch eine, was ist denn los hier? Ich werde das Losrennen Richtung alte Heimat kreieren. Ich lauf den Schmerz einfach weg. Jetzt sind sie hier auch gerade alle ein bisschen beruhigt. Ja, die laufen mir auch gerade alle nach. Nee, ich hab hier noch. Ich bin tot. Sechs. Oh. Ich hab gedacht, ich drehe mich um und schieß die beiden weg, aber. Ich mein, schönes Sixpack, ne? Kann man schon sagen, aber. Der Rocker und seine Begleitung haben mich einfach mal derbe. Das war jetzt eine sehr, sehr interessante Wendung. Ich glaube, dass es in der alten, im alten Spielstand einfach keine Schreier gab. Weil da hatten wir gefühlt viel, viel länger die Sachen laufen. Ja. Und es ist nichts passiert. Ja, wir hatten ja gar keinen Screamer. Eben. So, Hit und Run, ich bin ja eh schon tot. Also, ich meine, kann ja eigentlich nichts passieren, sozusagen. Ach, jemine. Nope! Aha. Entkomme euch. Das größte und schlimmste Problem gerade ist, dass unser Forge jetzt am Arsch ist. Das ist natürlich absolut korrekt. Also quasi alles ist am Arsch. So, ich weiß aber auch nicht, warum die alle... Also die sind gerannt vor 22 Uhr. Ja. Und das waren auch alle... Ach, das bist du, der läuft. So, kommt her, ich hab hier aber Dinge. Hast du noch was zum Heilen? Ja. Hier, eine Bandage. Danke. In der Kiste haben wir auch First Aid Kits, aber Blitz. Die... Ja. Ah, der steht vor uns, der kriecht vor uns. Das ist okay, den können wir dann hämmern. Ich habe einen zu uns geholt, Achtung. Ja, ich hämmer gerade den Boden. Ich habe hier ein paar Spikes auch, ne? Also einfach, weil ich dachte... Jetzt brennt er. Komm, lauf in die Spikes rein. Ja, ja. In dein Gesicht. Hinter dir? In dein Gesicht. Nochmal. Okay, er macht die krasseren Schläge als ich. Müssen wir ganz einfach, ne, zugeben. Aber er hat nicht okay, damit gerechnet, dass ich eine Schusswaffe einstecken habe. Da kommt der Nächste. Nope. Aha. Rechts kommt noch einer. Oh, nicht Freunde. Achtung, der kommt zu dir. Nice. Bloodshot. 5% macht Honig weg, gell? Ja. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit bei mir. Bei mir auch. Ich bin gerade desinfiziert worden. Ich habe auch 4 Honig einstecken, das ist gar kein Problem. Ich habe nur gedacht, ich heile mich nicht instant weg, weil in dem Fall, dass sie direkt wiederkommen, ja. Ja. Das war mal unsere Base-Idee. Ja, das war... Aber das runtergebrochene müsste als Loot-Container hier sein, oder? Ne, ist auch weg. Alles weg. Ja, ich glaube, alles, was an menschlichen Gebäuden runterbricht, kommt nur als Holzmatsche zurück. Das heißt, wir haben unser gesamtes Eisen verloren.
1000 Clay, die Forge. Ja, ne. Vorschlag zur Güte. Ich würde... Wir beenden das Let's Play jetzt. Hä? Genau. Nein, ich würde jetzt hier den inneren und äußeren Rahmen einmal verstärken und dazwischen auf voller Breite Spikes reinhauen, schon mal. Also, ja, so. So laufen sie aber drüber. Dann eins tiefer. Dann würden sie drauflaufen und hochspringen. Dann, glaubst du nicht, die fallen durch? Glaube ich nicht. Okay. Ja, dann muss ich die Mauer hier schon eins höher machen oder zwei. Ansonsten kannst du ja testen, wenn du drauf läufst. Ja, wollte ich jetzt nicht machen. Durchgefallen. Du bist durchgefallen? Ja. Also ich habe einmal Schaden bekommen und bin dann anschließend direkt schon runter. Ich habe aber auch nicht versucht zu springen. Und das wäre jetzt mal der nächste Try noch vielleicht. Ich komm. Nee, kannst nicht springen. Das gilt nicht als Oberfläche. Okay. Interessant, das hätte ich so nicht erwartet. Ich auch nicht. Kann auch sein, dass die Zombies das anders handhaben als ich, aber, ne? Ja, ne, war jetzt... Ich sehe mich jetzt auch nicht mehr so alleine, dass hier buddeln nebenher und gemütlich YouTube-Videos dabei schauen. Immerhin, der Dew Collector ist noch da. Der ist noch nicht platziert worden. Richtig. So, ich snack mir jetzt aber mal einen Honig rein, weil jetzt greifen mich ja keine mehr an, aktuell. Bist du ein? Ja, wieso nicht? Ja. Danke. So, hier drüben ist das Wildschwein. Nein, Wildschwein! Töte mich nicht! Sterbe ich am Wildschwein nochmal. ich will jetzt nicht sagen, dass hier drüben schon wieder so eine kleine Horde ist, aber hier ist schon wieder so eine kleine Horde. Ja, aber die können wir ignorieren, oder? Ja, aber die mich nicht. Ich bin einfach zu lecker. Schnauze! Und gebt mir eure XP. Ja, die sterben auch Kostas einfach in der einen Spike schon. Leider gibt es dafür keine XP. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, dass dementsprechend feststeht, die Horde müssen wir wieder an unserem alten Zuhause machen. Ja, das denke ich auch. Weil hier schaffen wir es definitiv nicht so schnell alles zu machen. Ja, vor allem, also ich bin auch relativ out of ammo. Nach der Aktion jetzt gerade. Das auch, ja. Ich habe kein Holz mehr. Bin leicht demoralisiert. Aber nur ich muss sagen, es ist aber gut, dass das das Ende der Aufnahmesession ist und nicht der Anfang. Ich glaube, wenn das jetzt die erste Folge wäre, die wir aufnehmen, hätte ich auch gesagt, oh scheiße, ich habe keinen Bock auf 5 weitere. Ja, das ist, ja. Vor allem mit der Horde dazwischen. Richtig. Ich kann jetzt Stone Sledgehammer Quality 5 machen. Nice. Kannst du mir auch einen machen. Ja, ich muss erstmal kurz Holz holen. Busy Holz habe ich noch. Ja, ich fäll hier gerade einfach einen Baum, dann habe ich ja genug für 2 Hammer. Waffen! Ja, Hunger hast du auch, ist ja okay. So, ich habe keinen Blendfiber einstecken und zu wenig Steine. Im Prinzip kann man auch sagen, dass der Anfang der Episode, wo du gebaut hast, es eingestürzt ist für die obere Etage, perfekte Vorlage war für das, was kommen wird. Du meinst, das war so der kleine Vorhall des Desasters? Ja. Ja, ich bin jetzt auch auf Steinebene. Ja, ich weiß, dass ich Hunger habe. Wo ist der Krieger? Da ist der Krieger.
Kian, ich habe da mal was für dich. Einmal das hier und einmal das hier. Danke, danke. Na, bitteschön. So, ja, dann müssen wir jetzt hier einiges erstmal ändern. Bevor hier das große Graben weitergeht. So, den können wir mal den Modifier rausnehmen, dass der jetzt in dem anderen Hammer logischerweise gleich ist. Und dann ist der wird auch weggescrapped. Und den modifieren wir mit dem Burning Shaft. Ich bin fatigued. Missliche Lage, sage ich dir. Missliche Lage. Vitamine. Haben wir Vitamine? Ich weiß nicht, ob hier generell sollten wir eigentlich was haben. Das ist Testosteron. Vitamine. Moment, was grunzt mich hier von der Seite an? Ich sehe dich nicht, es ist dunkel. Hör auf damit. Also nein, nicht dunkel, es ist voller Baum. Da bist du. Guck mal, ich habe mir gerade einen neuen Hammer gemacht. Den darfst du kennenlernen. Findest du auch gut, wa? Ja. Eventuell war die Idee hier eben so mit Graben und so doch irgendwie blöd. Wir hätten unser altes Konzept wieder übernehmen sollen wahrscheinlich. Ja, machen wir ja. Nur halt mit Graben. Außerdem, man muss ja auch mal was Neues probieren. Ich meine, wir können da auch dann ganz viele Fallen unten hinbauen. Außerdem können wir jetzt, da das Haus eingestürzt ist, auch doch den Boden wieder direkt mit durchschießbaren Bars machen. Richtig. Also ich meine, ne, die Möglichkeiten sind ja unendlich gefühlt so. Gerade nach dem ein erzwungener Neubau. Sollen wir riskieren, auf Sprungfähigkeit von uns zu bauen? Dass wir sagen, wir machen einen 4 breiten Ding und wir müssen einfach immer rüberspringen. Können wir 4 springen? Nein. Dann nicht. Und wenn, dann ist es zu unsicher, dass es dauernd gelingt. Ja, wir lassen's. Also ich meine, auf unseren Skill zu bauen wäre schon eine mutige Sache, aber dann auf einen unmöglichen Skill zu bauen, schwierig. Ich meine, es gäbe wahrscheinlich lustige Szenen, weil wir einfach so von einer Horde Zombies wegrennen und in unseren eigenen Fallgraben springen und so Flatsch machen. Ja, dann stell dir halt vor, du bist Cucumbert und... Und versuchst zu springen und genau das passiert dann? Ja. Und da unten kommst du nicht an Loot, weil so 25 Ebenen an Spikes da sind? Ja, wär ungesund, glaube ich. Für unseren mentalen Zustand. Und ich meine nicht die Ingame. So, helf mir mit dran denken, dass wenn wir gleich das Spiel ausmachen, dass ich nochmal in die Einstellung gucke. Aber ich meine, Screamer kann man nicht irgendwo extra aus- oder einschalten. Mach ich. Es wundert mich halt, weil wir davor gar keine hatten und jetzt in einer sehr hohen Regelmäßigkeit. Ja, und also ich sag mal so, unser Game State ist mit 60 und 8, also 62 und 58 jetzt auch nicht so krass. Und ich meine, wir haben jetzt auch nicht viel gebaut. Das bisschen, was wir jetzt gebaut haben, nur weil wir eine Forge hingestellt haben, das erste, was man hinstellen kann, dürfte das ja eigentlich nicht passieren. Ah, die andere Forge war aber auch noch in der Alpha-Version, gell? Ja, wir hatten jetzt hier noch keine Forge, das ist korrekt. Nee, ich meine auch in der vorherigen Welt, wo wir... Ja, das meine ich. Also in der 1.0 hatten wir noch keine Forge. Auf dem Radio Station hatten wir nur 2 Kochstationen und 3 Truhen. Oder 4. Dann kann es halt wirklich am Wechsel von Alpha zu Vollversion sein. Das kann natürlich sein, dass das jetzt so das Ding ist. Wobei die auch ne, gefühlt heftige Horden gerade angeschrien haben. Was ich halt nicht verstehe, warum nicht ein Screamer kommt, sondern halt direkt so 4 oder 5. Ja, wahrscheinlich, weil wir halt aufgrund der Hits, also die Heatmap, so war es früher. Ich weiß nicht, ob die Heatmap noch so ein aktuelles Ding ist. So ein aktueller Mechanismus. Aber der wurde halt durch den Lärm, den man selbst macht und auch durch Maschinen wie eben Forges. Ja, aber etc.
Wie gesagt, eine Forge plus wir beide hämmern auf Holz und Stein ein. Also früher war deswegen ja auch so eine Meta, dass du einfach unter der Erde einen Raum hattest, wo die Forges waren. Ja, das ist ja auch nicht. Weil dann oben die Zombies nicht getriggert und dementsprechend die Heatmap nicht so. Ja. Aber jetzt so, was muss denn dann passieren, wenn wir, keine Ahnung, mit dem Auto rumfahren? Aber gut, all das wird sich definitiv nicht mehr jetzt klären, weil jetzt ist vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen, bleibt gesund, haut rein und bye bye. Auf Wiedersehen.